Seit über einem Jahr leben wir Vollzeit in unserem Van und verdienen als Selbstständige unser Geld damit. Doch die unendliche Freiheit, die wir dadurch erfahren, hat auch ihre Schattenseiten. Sätze wie... Mach ich später. Ey, da habe ich jetzt überhaupt gar keine Zeit. Ey, du wolltest doch noch die Tür hinten reparieren. Nee, ist zu spät, mach ich morgen. Kam öfters vor, als wir anfangs gedacht haben. Wir wollen euch mit dem Video einen Einblick geben, wie wir mit der vielen Freiheit umgehen, ohne uns dabei im Alltag zu verlieren. Und wir geben euch in diesem Video auch einige Tipps mit auf den Weg, wie ihr quasi mehr Struktur in euren Alltag bringen könnt, falls ihr das wünscht. Ja, das schöne Problem, das wir haben, ist, dass wir so gut wie nie einen Wecker brauchen, weil es fast egal ist, wann wir aufstehen. Und wir ja so gut wie gar keine Gebundenheit haben. Also wir können an Orten sein, wann wir wollen und oft sogar so lange wir wollen. Das hat auf den ersten Blick natürlich enorm viel Potenzial und hat uns super gereizt, ins Vanlife zu starten. Am 24. April 2021 sind wir in unseren Van gezogen und ab dann hatten wir die komplette Freiheit über unsere Zeit, wie wir wann was machen und wie wir unsere Zeit einteilen. Und das hat sich auch super gut angefühlt. Zeit für lange Spaziergänge oder auch einfach mal Zeit fürs Nichtstun. Wir kamen aus einem Arbeitsumfeld, in dem wir enorm nach der Uhr gelebt haben. Frühstück gab es um 8 Uhr, Abendessen um 20 Uhr und danach wurde eben der Haushalt gemacht. Mit der Zeit haben wir dann aber immer mehr Ideen gesammelt, immer mehr Projekte in unseren Köpfen gehabt. Dann mussten wir überlegen, wie machen wir das mit der Zeit? Wie können wir das alles, diese ganzen Projekte verwirklichen? Am Anfang dachten wir, wir brauchen gar keinen Plan, keinen Rahmen, keine Struktur und dass es bei uns auch so gut klappen würde wie bei anderen. Hat es aber nicht. Ja, und dann sind wir irgendwann mal um 10 Uhr aus dem Bett gefallen, wollten noch Yoga machen, wollten frühstücken, wollten aber auch einfach am Strand liegen, Buch lesen, mal ein bisschen Gitarre spielen, endlich mal mit Mama telefonieren und auch mal ja, schön duschen. Ja, und dann wurde es halt ein bisschen stressig, weil wir einfach auch viel zu spät aufgestanden sind und dann der Tag so schnell vorbei war, dass wir dann halt abends noch spät in der Nacht Kommentare oder E-Mails beantwortet haben, die wir halt tagsüber dann nicht mehr geschafft haben zu beantworten. Also es musste einfach mehr Struktur her und wir haben uns überlegt, wie machen wir das? Wir haben jetzt auch für uns herausgefunden, dass wenn wir unsere Smartphones, also unsere Bildschirmzeit ab 22 Uhr reduzieren, also wir machen um 22 Uhr unsere Handys aus, kein Social Media mehr, spätestens um 22.30 Uhr, wenn wir noch irgendwas gucken, wie eine Serie oder eine Dokumentation, ist das dann aber auch aus. Und dann fangen wir an zu meditieren. Und das machen wir jetzt schon seit mittlerweile über 3 Wochen und haben das jetzt aber als unsere feste Abendroutine eingeplant. Und wir merken, wir sind viel ruhiger in der Nacht, wir sind viel fitter am Tag, wir sind so ausgeruhter und motivierter und stehen um 6.30 Uhr, klingelt der Wecker und stehen nach kurzer Zeit danach auch auf. Vor allen Dingen merken wir auch, dass wir auch viel früher müde sind. Wenn wir aber noch lange an dem Display, also vom Display waren und Nachrichten beantwortet haben oder halt, man weiß ja, wie schnell man halt auch auf Instagram selbst, es saugt einen richtig ein und man kann nicht mehr aufhören, irgendwie was sich anzugucken und dann merkt man oft gar nicht, dass man müde ist und überschreitet einfach auch diesen Müdigkeitspunkt, dass man dann halt immer viel zu spät schlafen geht. Da haben wir einfach gemerkt, wir müssen uns da einen Rahmen setzen und uns auch ein Limit setzen und das, seitdem wir das machen, sind wir viel, viel motivierter und fitter. Und können auch um 6.30 Uhr unseren Wecker stellen und dann kommen wir auch aus dem Bett, weil wir hatten vorher auch immer um 7.30 Uhr den Wecker gestellt, aber sind vor 9 nicht aus dem Bett gekommen. Ja, und wer uns bei Instagram folgt, der weiß, dass wir schon ein richtig schönes Morgenritual haben. Und zwar bereiten wir Kaffee zu. Ich mag das total, mir schon Gedanken darüber zu machen, wie ich den Kaffee zubereiten könnte, wie ich vielleicht auch ja, den Geschmäcker des Kaffees anders hervorbringen kann. Und wenn ich Kaffee zubereite, bin ich ganz da und konzentriere mich total drauf und ja, danach sitzen wir auch erstmal noch eine halbe Stunde im Bett und trinken den Kaffee. Ist ja auch wie eine kleine Meditation, so morgens Kaffee vorbereiten. Ja, das stimmt. Jeder kennt das, wenn man morgens aufwacht und zu spät ist und man ist gleich im Stress und muss sich die Zähne putzen, sich in 5 Minuten anziehen. Das zieht sich über den ganzen Tag. Ja, das wird man schwer los. Gebt euch die Zeit. Und das brauchen wir auch, deswegen ist es auch wichtig, dass wir früher aufstehen, weil wir das einfach nicht weglassen wollen, dieses eine Stunde morgens einfach sich hinsetzen und unseren Kaffee zu genießen. Ja, während dem Kaffee trinken tauschen wir uns schon ein bisschen aus, wie wir uns den Tag vorstellen und was wir machen möchten. Und dann fangen wir eigentlich meistens auch erstmal an zu arbeiten, E-Mails beantworten,
die Stories, die Kaffee-Stories mit euch zu teilen, auch Kommentare zu beantworten. Dann nehmen wir uns vor, auch Sport zu machen. Das kommt meistens auch zu kurz, gerade wenn wir zu spät wieder aufstehen. Also machen wir dann noch morgens Yoga oder gehen eine Runde joggen. Fühlt sich dann meistens auch gut an und man ist einfach auch nochmal über den Tag ein bisschen fitter, wenn man sich auch nochmal diese halbe Stunde nimmt. Ja, und dann gibt's Frühstück. Wir essen meistens zweimal am Tag und davon so einmal um 12, 1 Uhr. Das nennen wir dann eigentlich Frühstück. Und dann nehmen wir uns auch Zeit. Ja, nach dem Frühstück arbeiten wir dann halt weiter, arbeiten unsere Projekte ab, die wir vorhaben. Aber machen das auch ziemlich entspannt. Zwischendurch lassen wir uns auch mal gerne ablenken. Aber wir versuchen halt dann nochmal ein bisschen zu arbeiten. Und dass wir halt auch gar nicht so spät dann noch Feierabend machen, dass wir natürlich noch ein bisschen was vom Tag haben. Ja, meistens läutet dann so der Feierabend, Nachmittagskaffee, so ein bisschen das Ende der Arbeitszeit ein. Und dann haben wir auch viel Freizeit und ja, beschäftigen uns dann einfach mit anderen Dingen. Ja, warum erzählen wir euch das alles? Wir haben oft Nachrichten bekommen, ja, wie schafft ihr denn euren Alltag selbst in die Hand zu nehmen und da halt einfach nicht den ganzen Tag nur zu schlafen und gar nichts zu machen oder halt... weil manche brauchen das ja, oder es ist natürlich einfacher, wenn man weiß, okay, um 9 Uhr muss ich zur Arbeit, weil das sind meine Arbeitszeiten, da macht das Geschäft auf oder keine Ahnung. Dann hat man natürlich diesen Zwang, das auch zu machen, wenn man natürlich das selbst frei entscheiden kann, ist es auch echt schwerer, sich dann auch daran zu halten. Zumindest war es am Anfang wirklich sehr schwer, haben wir dann irgendwann gemerkt. Wir dachten, ja, das machen wir sind ja so frei und wir können uns das alles einteilen, wie wir möchten. Aber dann doch gemerkt, dass der Tag so schnell vorbei ist und dass es gar nicht so gut geklappt hat, dass man sich wirklich wie einen Zeitplan schon irgendwo mehr oder weniger macht. Natürlich haben wir ein bisschen mehr Flexibilität, als wenn man halt irgendwo angestellt ist, aber dass man trotzdem halt einen Zeitplan im Blick hat, damit man wirklich auch was gebacken bekommt am Tag, weil sonst ist es wirklich schwierig. Ich glaube auch, dass die Freiheit, die wir haben, halt einfach nicht bedeutet, nichts zu machen. Also für uns bedeutet halt, das ist es nicht so, sondern die Freiheit, die wir haben, sehen wir eher so, frei zu sein in der Einteilung der Sachen, die wir machen wollen. Und wir sind frei zu sagen, okay, schlafen wir heute aus oder stehen wir früh auf, wann fahren wir wohin. Und das ist die Freiheit, wie wir sie halt jetzt kennengelernt haben. Dann irgendwann, wenn man einfach die ganze Zeit ja eigentlich nichts macht, meiner Meinung nach, verliert man sich auch so ein bisschen. Und wir wollen auch Geld verdienen, weil Geld brauchen wir natürlich auch zum Überleben. Auch wenn wir vielleicht weniger brauchen als andere, aber ja, ein gewisses Einkommen brauchen wir auch. Ja. Routinen machen natürlich immer Spaß, aber es macht auch mega viel Spaß, da auszubrechen. Wir können auch alles. Trotzdem sagen, machen wir morgen. Wir brechen aus, ja. Machen wir morgen. Das geht die auch. Die Freiheit ist natürlich trotzdem sehr schön zu haben, wenn man sich das selbst einteilen kann. Ja. Dass man das eine oder andere doch auf morgen verschieben kann. Ja. Wie ist das bei euch eigentlich? Geben euch Routinen einen festen Halt oder empfindet ihr die eher als einengend? Habt ihr feste Routinen? Wäre schön, wenn ihr die mit uns teilt. Ja, schreibt doch in die Kommentare mal rein, wie ihr das so macht. Und würde uns mega interessieren. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Das war mal ein Video der anderen Art. Gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Wir fahren jetzt mal zu meiner Oma, Kaffee-Ritual machen. Weil jetzt ist Schluss mit Arbeit. Feierabend! Jetzt ist Feierabend. Jo, also, liebste Grüße. Tschüssikowski. Bis nächste Woche. Okay, tschö. Okay, tschö. Auf Schattenseiten. Jetzt Haare waschen jetzt. Warmes Wasser gibt es hier im Bus ganz selten. Warmes Wasser ist ein Luxus, den wir nicht haben. Schatz! Oi, das machen wir morgen.